So, Leute, dass der Zeitpunkt einmal kommt, ich hätte es nie gesagt, das erste Lego-Video hier und damit auch Hello There. Kurz zuvor, ich habe seit 20 Jahren kein Lego mehr angefasst, obwohl ich super Star Wars Fan bin, hat sich's einfach mal nicht ergeben. Und wegen einer anderen Sache war ich in dem Lego-Store, jetzt habe ich das hier auf einmal mitgenommen, auf einmal war es in meiner Hand, das Inquisitor-Schiff aus der Kenobi-Serie. Ich habe keine Ahnung von Lego. Ich habe ein paar Mal beim Held der Steine reingeschaut und weiß, dass Klemmbausteine Lego zwei verschiedene Dinge sind und dass sich das komplette Maul zerrissen wird. Dieses gesamte Vorwissen, was ihr wahrscheinlich alle habt, habe ich aber gar nicht. Das heißt, genießt das Video und schreibt mir gerne einfach in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Viel Spaß! Das Lego Star Wars Skype Set, das besteht übrigens aus 924 verschiedenen Teilen und kostet momentan zwischen 72 und 99 Euro, je nachdem, wo ihr das kauft. Im Shop ist es ein bisschen teurer, online meistens ein wenig günstiger. Was kann ich über die neuen Lego Sets aufmachen, ne? Also wenn das das erste Lego Set überhaupt ist. Ist da nicht so ein... Das muss irgendeine Lasche, glaube ich, sein. Reindrücken. Ah. Schwierig. So. Aufgemacht. Ja, easy. Das erste Lego-Set seit 15 Jahren, vielleicht sogar 20 Jahren. Das Angriffsschiff des Großinquisitors. Die eins sind die Figuren. Nein. Ah, okay. Der 8 ist auch noch ein. Und in der 3 auch. Der 1 ist dann quasi der Großinquisitor und der fünfte Bruder. Da ist ein kleines Lego-Männchen, was Lego aufbaut. Inception. Das bin ich. Das bin ich. Sieht so cool aus. Sherry Cork. Mhm. Großer Inquisitor. Ist schon mal bereit. Und der fünfte Bruder auch. Wir sind auf ihrem Floß in einer romantischen Urlaubsreise. Ja, das wird sein. Fertig. Das war das schlechteste Video ever. Leute, Tüte 2 ist jetzt durchgebaut. Mittlerweile ist das Love Boat zu einem Partyboard geworden. Kann man hier einfach wieder zuklappen. Der Große Inquisitor hat einfach den fünften Bruder ausgesperrt. Wir brechen ab und machen weiter. Dann müssen wir jetzt hier langsam Tüte Nummer 4. Und jetzt kann man hier nicht mehr hoch machen. Cool, oder? So Leute, Flügel hier, fertig, inklusive Laderampe. Wir sind jetzt ungefähr fast sogar bei der Hälfte. Insgesamt bekommt ihr 4 Lego-Figuren vom Großinquisitor, dem fünften Bruder, der dritten Schwester, als auch Kenobi himself dazu. Und natürlich dieses riesige Raumschiff. Wir haben so ungefähr 4 Stunden gebraucht, um das gemeinsam und sehr, sehr gechillt nebenbei aufzubauen. Ich denke mal, die erfahrenen Leute von euch, die brauchen deutlich weniger. So, hier mal reingucken, Leute. Schön sieht das aus. Schön der ganze Innenraum von der Skype. Das lübt. So Leute, jetzt hier habe ich das zusammengebaut, das Cockpit. Und das klocke ich jetzt hier einfach rein. Klock. Und tada! Wenn ich das jetzt zuklappen könnte noch, dann habe ich das hier fast fertig. Aber da fehlen noch ein paar Sachen. So, zack. Geil, wa? An der Seite sind abschießbare Kanonen, das Ganze ist relativ stabil. Die Triebwerke und hier und da die Ecken, die fallen vielleicht bei zu heftigem Ansatz auch mal ab, sind aber auch relativ leicht wieder zu befestigen. Für mich ist das natürlich kein Vergleich zu dem, was ich damals als Kind hatte. Das ist ja Meilen besser, wobei ich auch nicht die anderen Produkte von Lego oder von den Konkurrenten kenne. Da habe ich einfach keine Ahnung, weil ich einfach ein Lego-Kackbuhn bin. Trotz alledem hat mir das Zusammenbauen mehr Spaß gemacht, als ich erwartet hätte. Und von euch möchte ich natürlich wissen, ob ihr sowas vielleicht in Zukunft mal immer wieder hin und wieder sehen möchtet. Den Amazon-Affiliate-Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. So Leute, das erste Lego-Set, was ich jetzt ungelogen seit 15, 20 Jahren überhaupt gekauft habe. Und das eins, was mich schon in der Serie eigentlich sehr angesprochen hat. Ja, man kann über die Serie diskutieren, aber ich fand das Modell halt so klasse. Und dann habe ich mir gedacht, komm, baust du mal auf, machst ein kleines Video drüber. Was halt drin ist, Set sieht geil aus, die 4 Figuren, muss ich sagen, mit dem fünften Bruder, der dritten Schwester, dem Großinquisitor, als auch Kenobi. Ich habe halt keine Referenzwerte, bin ich ganz ehrlich. Finde ich aber relativ schön gemacht. Das Schiff an sich, ne, von der Laderampe, die wir alle kennen, zum Einsteigen, über die verstellbaren Flügel selbstverständlich, zum Landen, bis hin darüber, dass man natürlich selbst oben, ne, das ganze Ding einmal aufmachen kann, um da den Innenraum dementsprechend zu zeigen und die Leute da reinzusetzen, wenn man Bock hat zu spielen. Ich habe mir von dem Mann hinter der Kamera sagen lassen,
Es handelt sich ja hierbei nicht um ein UCS-Set, sondern um ein sogenanntes Playset, das heißt zum Spielen geeignet. Dafür habe ich mir auch sagen lassen, sieht's aber ganz geil aus. Ihr merkt, ich habe keine Ahnung davon, also von einem völlig unerfahrenen Lego-Spieler, Nicht-Sammler oder sonst was. Mal gucken, wie es bei euch ankommt. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool. Das Ding hat einen guten Platz in meiner Wohnung verdient und vielleicht ist ja auch das der Anfang von etwas Größerem. Ich gucke jetzt nochmal cool und ihr könnt abonnieren. Schön gemacht? Okay, cool.